Slack funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Es geht um die Konfiguration oder die Generierung der linklokalen Adresse. Und die linklokale Adresse beginnt immer mit FE 80 und dann folgt nach dem Doppelpunkt dreimal eine Folge von vier Nullen. So, und hinten dran, da haben wir jetzt praktisch die ersten 64 Bit und die letzten 64 Bit oder die hinteren 64 Bit. Das ist der Interface Identifier oder die Host ID. Und die müssen wir uns jetzt praktisch noch generieren. Und zwar ist es so, dass dazu die MAC-Adresse herangezogen wird, die MAC-Adresse des Netzwerkinterfaces, also in dem Fall Netzwerkadapter ist es die vom Ethernet-Port oder von der WLAN-Schnittstelle. Da wird praktisch die Adresse hergenommen und die wird in der Mitte geteilt. Ja, das sind ja immer 8 Bit. Das sind dann 6 Gruppen insgesamt in der hexadezimalen Schreibweise, werden in der Mitte geteilt. In der Mitte wird dann eine Folge von 8 Einsen, 7 Einsen und einer Null hinzugefügt. Das wäre dann in der hexadezimalen Schreibe FF, FE. Und das siebte Bit im ersten Oktett wird dann einfach nochmal umgedreht. Stand hier eine 0, wird es nur 1, steht hier eine 1, wird es zu 0. Ja, ist einfach so, hat man ein bisschen kompliziert gemacht. Wahrscheinlich damit man nicht gleich erkennt, wie es generiert wurde. Keine Ahnung, was da der Grund ist. Und bildet dann auf diese Art und Weise einfach das Interface Identifier.